Hi, ich bin's wieder. Heute mache ich mein You Ask Me Video. Ihr habt es ja nicht angefragt, sondern ich habe mir ja vorgenommen, dass ich es bei jedem 100. Abonnenten mache. Also jetzt sind wir bei 400 knapp irgendwie so rum. Und deswegen ist wieder Zeit für ein You Ask Me Video. Und ja, ich habe mir die Fragen hier rausgeschrieben, werde sie jetzt ablesen und deswegen schaue ich ab und zu runter. Und ja, ich würde sagen, ich fange erstmal an. Mit der ersten Frage, und zwar, in welchen Ländern warst du schon überall? Ich habe es, glaube ich, schon mal beantwortet, aber ich war schon in Griechenland, Italien, Österreich und in Tschechien, also nicht in so viele Ländern, aber ich habe noch vor, in viele andere Länder zu reisen. Dann zweitens, was sind deine Hobbys außer YouTube? Außer YouTube habe ich noch als Hobby halt fotografieren, also Fotos machen und sonst eigentlich, keine Ahnung, eigentlich nichts mehr, halt YouTube und fotografieren. Jetzt kannst du den Gangnam Style? Ich würde sagen, ich kann den Gangnam Style nicht, aber ich finde es richtig cool, die Tanz, den Tanz und die Musik auch und ja, ich kann es aber nicht. Wo würdest du gerne mal in Urlaub hin? Wie gesagt, ich würde mal gerne in die USA, also nach New York, dann Los Angeles, keine Ahnung, dann noch nach Chicago und so halt da. Dann möchte ich noch gerne mal nach Australien oder nach Thailand oder und nach Thailand und ganz, ganz, einer meiner größten Wünsche nach London zu gehen. Ja. Viertens, könntest du dir vorstellen, irgendwann mal auszuwandern oder ein Austauschjahr zu machen zum Beispiel. Auszuwandern eher weniger, es sei denn so als Zweitwohnsitz zum Beispiel in Griechenland oder in den USA. Und auswandern so richtig eher nicht. Aber ein Austauschjahr könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. In den USA, wie gesagt, zum Beispiel so halt als Au-pair oder keine Ahnung, wie man das nennt. Da halt ein Jahr, das wäre richtig cool. Das könnte ich mir gut vorstellen. Machst du mal ein Video mit deiner Schwester oder deiner Freundin, in dem du sie schminkst? Und edit, also nur wenn die das möchten. Keine Ahnung, kann ich schon mal machen. Ich frage die mal und wenn ihr das wirklich wollt, dann gebt dem Video einen Daumen hoch und dann werde ich es eventuell mal machen. Wie findest du Mädchen, die Fingernägel kauen? Was ist dein Eindruck? Ich finde Mädchen, die Fingernägel kauen, ich weiß nicht, ich kenne jetzt nicht wirklich welche. Finde ich jetzt nicht so appetitlich, weil ich finde es schon ein bisschen eklig, wenn die Nägel so ganz abgekaut sind und ja, ich finde es nicht gut und lasst es lieber sein. Wenn ihr nicht aufhören könnt, dafür gibt es bestimmte Mittel, die kann man sich drauf machen und dann stinken die Nägel richtig und dann will man die gar nicht im Mund nehmen und in Richtung Gesicht. Und ich finde es jetzt nicht so appetitlich, aber ja, jeder Mensch hat seine Fehler und man kann es auch abtrainieren. Dann das nächste, in welcher Stufe bist du? Also wenn ich das jetzt, ich nehme das jetzt als Klassenstufe oder so. Ich bin jetzt in keiner Klassenstufe mehr, weil ich gehe zur Berufsschule und in der Berufsschule bin ich in der zweiten Klasse, also im zweiten Jahr. Und wenn ich das so als Schulstufe bezeichnen würde, so 11 oder so, keine Ahnung, dann wäre ich jetzt in der 11., in der 12., ja. Was sind deine drei größten Wünsche im Leben? Meine drei größten Wünsche ist zum einen, dass ich gesund bleibe lange und ja, bis halt ins hohe Alter. Dann zweitens, dass mir meine Leute, die ich gern habe und die mir wichtig sind im Leben, dass die lange bei mir sind und dass die mir lange erhalten bleiben sozusagen. Und mein dritter Wunsch im Leben ist, dass ich gesunde Kinder bekomme und dass ich erfolgreich noch bin in meinem Beruf und ja, mit allem, was ich halt mache, dass ich da keine Probleme bekomme. Welche YouTuber schaust du gerne und oft? Also ich schaue richtig, richtig, richtig sehr, sehr, sehr gerne und oft Sammy natürlich, aka Herztutorial. Dann schaue ich noch gerne Darum, Easy PC 5, dann Davy, wen gibt's noch? Jerry's Blog, Like a Wannabe, Like Lifestyle 9, Mr. Man's Trends, TV Mixmax, Herr Manuel, Lyant, wen gibt's noch? Der Wohnprinz, Bastian, ja, ich könnte da richtig, richtig viele aufzählen, weil, ja, die schaue ich halt sehr gerne. Dann nächstens, kommst du zum Video Day 2013? Also ich habe mir schon vorgenommen zu kommen, aber das ist ja am 24., glaube ich, irgendwie so rum, 8. Und das Problem, ich weiß nicht, ob ich da bin, weil wir möchten dieses Jahr wieder in Urlaub gehen und
Ich weiß nicht, ob ich da bin. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich bis dahin wieder da bin und dann will ich auf jeden Fall zum Video Day kommen. Und ja, ihr werdet natürlich darüber informiert. Ich schreibe es alles nochmal in die nächsten Videos. Also ich schreibe es nicht, ich sage es in den nächsten Videos. Und halt, wenn es soweit ist, dann werdet ihr schon Bescheid kommen, ob ich Bescheid kriegen, ob ich komme oder nicht. Aber ich hoffe und drücke mir die Daumen, dass es alles klappt. Dein größtes Reiseziel. Mein größtes Reiseziel, wie gesagt, die USA. Ganz besonders New York und ja. Würdest du lieber ein Jahr ins Gefängnis gehen oder einen Kaugummi von der Straße kauen? Ins Gefängnis will ich auf keinen Fall gehen, weil, keine Ahnung, ich würde da nicht überleben, glaube ich. Ich bin nicht so der Harte und deswegen würde ich nicht ins Gefängnis gern gehen. Und von der Straße ein Kaugummi kauen finde ich jetzt nicht schlimm. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe es schon mal gemacht. Ihr würdet zum Beispiel sagen, wie eklig, aber ich habe es schon mal gemacht. Wenn er runterfliegt und ja, ich habe keinen anderen übrig, dann nehme ich den halt hoch, tue den ganzen Dreck ab und dann wird er wieder in den Mund reingestopft und der gekaut. Ja, oh mein Gott. Aus welchem Bundesland kommst du oder in welchem Bundesland lebst du? Also ich lebe, wie man nicht schwer wie man nicht schwer überhören kann, komme ich aus Baden-Württemberg. Ja, wie manche von euch wissen, komme ich aus der Nähe von Stuttgart. Ich glaube, das hört man auch an meinem Akzent oder an meinem Dialekt. Viele finden ihn irgendwie knuffig oder süß. Ich kann es nicht verstehen, weil ich hasse ihn über alles. Aber ich bin halt so, ich bin halt der richtige Schwabe. Was will ich machen? So ist es leider. Ja, dann 15. Das habe ich jetzt hier bei mir aufgeschrieben. Möchtest du studieren? Also ich habe es mir schon überlegt, dass ich nach meiner Ausbildung noch studieren gehen möchte. Aber ich weiß noch nicht was. Ich hätte irgendwie so Bock, irgendwas so mit Medien, also so Medienkommunikation oder Kommunikationswesen oder irgend sowas zu studieren. Würde mich schon interessieren. Mal schauen, wie es sich alles ergibt. Und ja, eventuell werde ich studieren. Eventuell. Dann, wann hast du Geburtstag? Ich habe am 12. September Geburtstag, also in 8 Monaten circa. Und dann werde ich 18. Und ich freue mich schon irgendwie. Ja. Und dann die letzte Frage. Was ist deine Lieblingsserie im Fernsehen? Ich weiß nicht, wo man noch Serien anschauen kann am PC, aber da habe ich jetzt keine Lieblingsserien. Aber wie gesagt, am Fernseher meine Lieblingsserien sind Two and a Half Men mit Ashton Kutcher. Ich finde die gar nicht so schlimm, die neuen Folgen. Finde ich ganz cool eigentlich. Und was schaue ich noch gerne? How I Met Your Mother schaue ich noch gerne. Und ja, sonst schaue ich eigentlich gar nicht so viel Fernseher. Habe einfach gar keine Zeit mehr dazu. Da bin ich lieber in YouTube und schaue mir eure Videos an oder die von denen, wo ich es halt anschaue, wo ich vorhin genannt habe. Und ja, deswegen, ich habe nicht so viele Lieblingsserien, wie gesagt, How I Met Your Mother und Two and a Half Men. Und ja, das waren auch schon alle Fragen. Ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen, weil ich finde es immer wichtig, dass ihr mich halt ein bisschen besser kennenlernt. Und ja, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Also ja. Und wenn ihr mich abonniert, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde es mich natürlich auch freuen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei den 400 Abonnenten circa ein bisschen mehr. 420 oder so. Also ein riesen Dankeschön dafür. Ich freue mich richtig darüber. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr könnt mir, wie gesagt, nochmal Videowünsche in die Kommentare schreiben. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder was weiß ich. Und bis zum nächsten Mal.